Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Macht es euch so richtig schön gemütlich, denn ich möchte heute mit euch über ein Buch sprechen, was mich sehr begeistern konnte und wie ich finde, dass die Autorin auch viel mehr besprochen werden müsste. In meiner eigenen Buchblase, also in Instagram und in YouTube oder auf YouTube und auf den diversen Seiten, begegnet mir die Autorin tatsächlich recht wenig, beziehungsweise fast gar nicht, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde. Weil ich finde, dass die Autorin es definitiv mehr verdient hätte, dass man über ihre Bücher spricht. Es kann natürlich jetzt sein, dass die Autorin einfach nur nicht in meiner Blase ist und eigentlich viel, viel mehr besprochen wird, nur an mir geht es irgendwie vorbei, dann bin ich sehr, sehr froh darüber, denn ich finde, dass es die Autorin einfach verdient hat. Aber nichtsdestotrotz möchte ich über dieses Buch sprechen und es euch näher bringen. Vielleicht ist es ja auch eine Autorin für euch, die ihr entdecken könnt und ihr genauso viel Freude beim Lesen habt wie ich bei ihren Büchern. Und über welches Buch spreche ich denn eigentlich? Und zwar über Die andere Hälfte der Hoffnung von der Autorin Mechthild Bormann aus dem Trömer-Knauer Verlag. Das Buch wurde im Jahre 2015 das erste Mal veröffentlicht und wurde auch im Jahre 2015 für den Friedrich-Klauser-Preis nominiert. Dieses Buch hat insgesamt 312 Seiten und ist für mich das zweite Buch der Autorin, denn ich habe vor diesem Buch bereits Trümmerkinder von ihr gelesen. Sie schreibt unter anderem ja relativ viele Kriminalromane, beziehungsweise werden ihre Bücher als Kriminalromane deklariert, aber sie hat auch bereits andere Bücher in anderen Genres geschrieben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne erstmal nur zwei von ihren Kriminalromanen und für mich reicht es tatsächlich, um die Autorin definitiv noch weiter zu verfolgen und noch mehr von ihren Büchern zu lesen. Um was geht es denn in Die andere Hälfte der Hoffnung? Wir kennen sie alle, die großen und kleinen Weltgeschehnisse, die ja die Welt so ein Stück weit in andere Bahnen gelenkt haben, beziehungsweise die Gesellschaft auch so ein Stückchen weit verrückt hat. Was wir allerdings meistens in der Schule nicht kennenlernen, sind Einzelschicksale, die diese Ereignisse miterlebt haben. Wir wissen nicht, wie sich ihr Leben dadurch verändert hat, beziehungsweise was aus ihrem Leben danach geworden ist. Und genau dieser Fragen geht Mechthild Bormann in ihren Büchern in der Regel nach. In Die andere Hälfte der Hoffnung begegnen wir der Protagonistin Valentia, welche sehnsüchtig auf die Rückkehr ihrer Tochter wartet. Die Tochter ist mit einer Freundin nach Deutschland gereist, um erste Erfahrungen beim Studieren zu sammeln, aber auch um Geld zu verdienen, um anschließend später selbst in der Ukraine studieren zu können. Leider hat Valentina seit dieser Abreise von ihrer Tochter nichts mehr gehört und wartet nun sehnsüchtig auf ihre Rückkehr. Zur selben Zeit, einige hundert Kilometer, wenn nicht sogar 1000 Kilometer entfernt, verändert sich das Leben eines Bauern von einem Moment auf den anderen, denn er sieht eine junge Frau halbnackt auf der Straße rennen und er hilft ihr. Er trifft die Entscheidung, dass er ihr helfen möchte. Damit verändert sich sein Leben von einem Moment auf den anderen. Und er bekommt durch diese lebensverändernde Entscheidung die eine oder andere Frage beantwortet, aber auch Antworten auf Fragen, die er sich so noch nie gestellt hat, beziehungsweise wo er vor diesem Ereignis vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass er sich diese Fragen stellen müsste. In diesem Buch spielen die Themen Korruption, Gewalt, Menschenhandel, aber auch das Reaktorunglück von Tschernobyl von 1996 eine große Rolle. Die andere Hälfte der Hoffnung ist für mich das zweite Buch der Autorin. Wie ich ja bereits am Anfang meiner Buchbesprechung gesagt habe, habe ich bereits Trümmerkinder gelesen und das ist hier mein zweites Buch. Es ist nicht ihr zweites Buch, aber mein zweites Buch. Und auch hier habe ich wieder die Dinge wiedergefunden, die mir schon in Trümmerkindern sehr, sehr gut gefallen haben. Und zwar ist es die Art und Weise, wie sie ihre Bücher aufbaut. Also wir haben hier verschiedene Handlungsstränge, die am Anfang völlig losgelöst voneinander sind und irgendwann zusammenlaufen werden.
Das kriegt man aber rein logisch sehr, sehr schnell heraus, was ich gar nicht schlimm finde, weil tatsächlich mag ich diesen Aufbau sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen, wenn man es gekonnt umsetzen kann, dann mag ich absolut ihren Schreibstil. Er schreibt sich für mich immer, also die Autorin schreibt sich immer in mein Herz, sie trifft immer gnadenlos in mein Herz und ich weiß nicht, was es ist, aber ich verliere mich tatsächlich in ihren Büchern oftmals und aber auch, welche Ebene sie wählt. Sie nimmt sich ein Großereignis, in dem Fall ist es ja das Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 und befasst sich dann mit Einzelschicksalen, die genau dieses Ereignis miterlebt haben. Was ich ehrlich gesagt sehr, sehr besonders finde, weil oftmals lernen wir nur die groben Fakten kennen, wie ich ja bereits gesagt habe, aber was ist mit den Menschen? Was passiert mit den Menschen? Oder welche Auswirkungen haben sie denn heute, mit welchen Auswirkungen haben sie denn heute noch zu kämpfen? Und das sind so Eigenschaften, die ich tatsächlich an der Autorin sehr, sehr schätze und auch in ihren Büchern sehr, sehr schätze. Und das macht auch die Bücher für mich immer zu irgendeinem Stück weit was Besonderes und ich bedauere es sehr, dass ich jetzt die andere Hälfte der Hoffnung jetzt erst für mich entdeckt habe und die Autorin wieder in mein Bewusstsein gerückt habe, weil ich finde, sie ist eine Autorin, die, ja, sie kann sich einfach in mein Herz schreiben und sie trifft mein Herz und sie lässt mich absolut nachdenken und innehalten und auch ein Stück weit demütig werden. Die Bücher, die ich jetzt gelesen habe und die auch bei die zwei anderen, die ich mir jetzt von ihr noch besorgt habe, bei mir eingezogen sind, sind als Kriminalromane deklariert worden. Ich kann natürlich jetzt nur von den beiden Büchern sprechen, die ich jetzt gelesen habe, vor allem auch jetzt im Besonderen nur die andere Hälfte der Hoffnung. Ist es so, dass der Kriminalroman für mich ein Stück weit in den Hintergrund gerückt ist? Und das meine ich absolut positiv. Ich hatte das Gefühl, dass ja, der Kriminalfall eigentlich nur dazu dient, dass die Geschichte weitererzählt wird, dass die Geschichte vorangetrieben wird und für nichts anderes ist dieser Kriminalfall eigentlich da. Was für mich persönlich überhaupt nicht schlimm finde. Ich finde es eigentlich toll, dass in einem Kriminalroman der Krimi an sich keine große Rolle spielt. Er ist natürlich ein zentrales Element und wie ich finde, treibt es auch die Geschichte voran und lässt die Geschichte einfach weitererzählen. Aber für mich sind hier tatsächlich andere Dinge viel, viel präsenter. Und zwar sind es die Einzelschicksale. Ist es die Protagonistin Valentia oder auch den Bauern, der sein Leben verändern sieht. Und das ist für mich von viel, viel größerer Bedeutung als der Kriminalfall an solches. Der Kriminalfall ist auch sehr, sehr wichtig und hat auch seine Bedeutung und beinhaltet oder befasst sich auch mit einem Thema, was überhaupt nicht unter den Teppich gekehrt werden sollte und immer noch in unserer Welt sehr, sehr präsent ist, leider sehr, sehr präsent ist, aber er hat für mich immer ein, das klingt so herabwürdigend, aber das ist gar nicht meine Intention, weil, wie gesagt, halt das Thema wirklich wichtig ist, aber die anderen Schicksale, die stechen für mich immer so ein bisschen noch hervor. Und das macht halt dieses Buch auch noch für mich aus und hat auch Trümmerkinder für mich ausgemacht, dass dieser Kriminalfall als solches immer ein Stück zurückdrückt. Sicherlich wäre jetzt erwartet, dass man hier einen klassischen Krimi erwartet oder wer jetzt einen klassischen Krimi hier erwartet, wird vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht werden. Und ich finde es manchmal schade oder vielleicht geht es auch mir so, dass man das ja in einigen Rezensionen vielleicht gar nicht so liest, aber wer hier wirklich einen Kriminalfall erwartet, einen klassischen, so wie er halt im Buch steht, kann hier durchaus enttäuscht werden. Das nur so von weg. Aber für den es nicht so schlimm ist, dass der Krimi ein solches ein Stück weit zurücktritt und einfach nur dafür da, jedenfalls meiner Meinung nach, die Geschichte zu erzählen, so ein bisschen vorangetrieben wird, die Geschichte, dem kann ich dieses Buch sehr, sehr ans Herz legen, der im Normalfall nur Krimis liest
oder halt ja, normale Romane. Vor allen Dingen vielleicht für auch die, die für Romane oder für Krimis nicht so viel übrig haben, der sollte sich für von dem würdigen Kriminalroman nicht abschrecken lassen. Was mir in der Geschichte ebenfalls richtig gut gefallen hat, war, dass wir auf die Ebene der Einzelschicksale runtergegangen sind. Das habe ich ja bereits am Anfang schon bereits gesagt, aber ich möchte hier gerne nochmal näher drauf eingehen, weil ich finde, das ist einfach das Besondere an diesen Büchern. Wir gehen tatsächlich hinunter auf die Einzelschicksale und bleiben nicht auf dieser oberen Flugebene, was das Weltereignis oder in dem Fall das Ereignis um Tschernobyl ausgelöst hat. Wir sind hier tatsächlich auf einer ganz, ganz einzelnen Schicksalebene, sage ich mal. Und die Protagonistin Valentia erzählt uns in Rückblicken, wie sie dieses Ereignis empfunden hat, was dabei passiert ist, welche Auswirkungen sie heute noch hat und auch welche Fehler sie begangen hat oder welche Fehler sie im Umgang mit diesem Ereignis gemacht hat, geht sie in Rückblicken drauf ein, denn sie schreibt ja ein Notizbuch, welches sie gerne ihrer Tochter übergeben möchte, in der Hoffnung, dass ihre Tochter sie dadurch besser verstehen kann. Und in diesen Rückblicken, aber auch in allen anderen Handlungssträngen, finde ich, legt die Autorin so viel Gefühl, so viel ja, Melancholie, aber auch so viel Hoffnungslosigkeit, dass es einem tatsächlich sehr, sehr ans Herz geht, dass man sehr demütig wird, dass man über diese Ereignisse wirklich nochmal nachdenkt. Und deswegen macht es die Bücher einfach für mich wirklich so besonders. Aber nicht nur Valentia in diesem Fall, was ich jetzt hier herangezogen habe, aber auch alle anderen Hauptprotagonisten werden durch die Art und Weise, wie die Autorin schreibt, sehr, sehr ans Herz gelegt. Bei Valentia ist es natürlich so, dass sie ja, ein Ereignis miterlebt hat, was so oder so schon sehr ans Herz geht, weil das ja ein Ereignis ist, was A, nicht jeder erlebt und B, auch die Konsequenzen daraus, also die Vertreibung aus diesem Gebiet zum Beispiel, natürlich sehr, sehr zu Herzen gehen. Aber auch, wie ich finde, für den Bauern, der auch sein Leben ein Stück weit verändert, vielleicht auf eine andere Art und Weise, schafft es dennoch gleichmäßig, die Autorin, diese Protagonisten ins Herz zu schreiben, meiner Meinung nach. Und was ich besonders an ihren Protagonisten finde, ist, dass wir jeden mit seinem Lebensrucksack bekommen, sage ich mal. Das heißt, wir bekommen die schönen Dinge, aber vor allen Dingen auch die hässlichen Dinge, die Dinge, die uns aufwühlen, wo wir vielleicht selber nicht so gerne drüber sprechen, aber doch zum Leben irgendwie dazugehören. Und alle ihre Protagonisten sind für mich sehr, sehr klar gezeichnet. Sie sind sehr lebhaft, sie sind mir klar vor Augen und ich habe ja tatsächlich, ja, man geht schon eine extreme Bindung ein zu den Protagonisten, die ich ja, wahnsinnig gelungen immer finde bei der Autorin. Und das macht für mich auch tatsächlich die Bücher immer zu etwas Besonderem, dass die Protagonisten so nah sind, beziehungsweise für mich sind sie so nah. Und ich kann ja immer nur von meinen Leseeindrücken sprechen, aber ich finde die Protagonisten tatsächlich richtig gut ja, gezeichnet. Sie sind sehr, sehr nah und sehr lebendig. Sicherlich, wir haben hier auch Nebencharaktere, die sind nicht so deutlich, sie sind meistens relativ blass, aber ich kann da tatsächlich drüber hinwegsehen, weil die Hauptcharaktere für mich so deutlich sind. Durch die verschiedenen Handlungsstränge bzw. auch Blickwinkel, die wir einnehmen, ist es so, dass die Geschichte eigentlich relativ erzählt wird und man, ich muss schon sagen, leider sehr, sehr schnell durch die Geschichte kommt. Für mich, für meinen Teil, wäre gerne noch ja, vielleicht 200, 300 Seiten mehr in der Geschichte geblieben, aber so mit 320 Seiten oder nee, 312 Seiten hat das Buch am Ende doch seine perfekte Länge gefunden, aber so vom Gefühl her wäre ich sehr gerne noch länger in der Geschichte geblieben. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass dieses Buch ein Page-Turner ist, weil das ist es für mich definitiv nicht, weil ich hatte schon den ein oder anderen Moment, wo ich innehalten möchte und auch muss, weil einfach
Themen angesprochen werden, die, wie ich schon sagte, sehr demütig zurückgelassen haben, aber auch einfach über die Dinge, die man sich vielleicht nochmal näher informieren will oder über die man einfach nochmal nachdenken möchte, und von daher ist es für mich definitiv kein Page-Turner. Nichtsdestotrotz, wie ich schon sagte, war es eine Geschichte, die für mich viel, viel zu schnell erzählt worden ist und wo man einfach auch tatsächlich dran bleibt und ich immer sehr, sehr gerne in diese Geschichte zurückgegangen bin und ich mich immer sehr auf das Lesen gefreut habe, weil die Geschichte ist für mich schon etwas Besonderes. Was mir definitiv nochmal positiv gefallen hat, war, auch wenn ich es so in einem Kriminalroman nicht erwarte, und ich weiß, er ist ja als Kriminalroman deklariert, deswegen erwarte ich das in der Regel nicht. Es ist aber ja meine ganz persönliche Erwartungshaltung, vielleicht sollte ich das auch nochmal überdenken, ist, dass ich hier auch nochmal die ein oder anderen Tatsachen wirklich gelernt habe. Und zwar zum Beispiel, dass um die Reaktorzone, also wir haben ja den Reaktor und darum haben wir eine 30 Kilometer große Zone, die als Sperrgebiet gilt. Und dass diese, jetzt habe ich den Namen vergessen, Entfremdungszone heißt, und das wusste ich tatsächlich noch nicht. Und genauso wusste ich auch nicht, dass die Menschen, die aus dieser Zone vertrieben worden sind 1996, zum Teil bis heute noch diskriminiert werden. Ich würde wirklich sagen, dass sie diskriminiert werden, auch wenn es ein ziemlich krasses, ziemlich hartes Wort ist, aber eigentlich ist es nichts anderes. Und das finde ich, habe ich wirklich gelernt, das war mir so nicht bewusst und ich finde es wirklich richtig gut, dass Mechthild Bormann sich auch da diesem Thema nochmal angenommen hat und das in ihrem Roman oder im Kriminalroman nochmal verarbeitet hat. Die andere Hälfte der Hoffnung ist ein Buch, was ich euch uneingeschränkt empfehlen kann. Es ist für mich ein Buch, was mich definitiv nachhaltig beeinflusst hat, das mir richtig viel beim Lesen gegeben hat, was mich auch aufatmen lassen hat, was mich demütig zurückgelassen hat und wo ich sagen kann, dass es jetzt schon zu meinen Jahreshighlights zählt. Ich weiß ja noch nicht, was kommt, aber bisher ist es tatsächlich mein Jahreshighlight. Aber wir haben ja jetzt auch erst März. Ich weiß nicht, was noch so kommt, aber das gehört definitiv jetzt schon zu meinen Jahreshighlights hinzu. Ich kann euch, wie ich schon sagte, dieses Buch nur empfehlen. Ich kann euch die Autoren nur empfehlen. Denn Trümmerkinder damals hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und auch dieses Buch kann ich euch nur empfehlen. Ich möchte auch hier gerne nochmal das Buch auch nochmal lesen. Aber wir waren ja jetzt hier bei dem hier. Und schaut es euch an, schaut euch die Leseprobe an, ob sie euch gefällt und ob ihr was mit dem Thema anfangen könnt. Und wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Was ich nach der Lektüre für mich definitiv beschlossen habe, sind zwei Dinge. Und zwar, dass ich Mechthild Bormann definitiv weiter für mich entdecken möchte, denn es ist für mich eine Autorin, die für mich sehr, sehr wichtig geworden ist und die mir sehr, sehr viel gibt, beziehungsweise geben mir ihre Bücher sehr, sehr viel. Ich finde sie sehr sympathisch. Ich habe sie mir jetzt in dem ein oder anderen Video oder Interview besser gesagt näher angeschaut, in Anführungsstrichen. Und war sie sehr, sehr sympathisch, wie ich finde. Und ich möchte definitiv weiter ihre Bücher entdecken und ich habe mir diesbezüglich auch zwei Bücher von ihr bestellt und bin sehr, sehr gespannt auf diese Bücher. Und was ich definitiv für mich auch noch beschlossen habe, ist, dass ich mich weiter mit dem Thema Chernobyl befassen möchte, weiter in diese Einzelschicksale begeben möchte. Was hat das mit den Menschen gemacht? Und ich habe auch noch ein Buch da, und das ist nicht das, sondern das hier. Und zwar ist das Chernobyl, eine Chronik der Zukunft von Svetlana Alexievich, wenn man das so ausspricht. Ich bin ja nicht so die große Namensaussprecherin und auf dieses Buch bin ich auch schon sehr gespannt und ist ja ebenfalls ein Buch, was sehr, sehr bekannt ist und auch in diese Einzelschicksale geht, und ich freue mich auch auf dieses Buch, obwohl mein Freund
das falsche Wort wäre, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und werde es auch, denke ich, sehr, sehr zeitnah lesen, weil es ja in das gleiche Thema oder sich mit dem gleichen Thema befasst. Ich hoffe sehr, dass ich euch die andere Hälfte der Hoffnung näher bringen konnte, dass ich euch ja neugierig auf dieses Buch gemacht habe und vielleicht sogar auf die Autorin. Das würde mich sehr freuen, wenn ich Mechthild Bormann auf dem einen oder anderen Kanal wiederentdecken würde, weil ich finde, das ist eine Autorin, die es definitiv verdient hat, dass man sie mehr bespricht. Ich für meinen Teil hoffe, dass ich euch Mechthild Bormann noch viel, viel mehr in die Kamera halten kann und über ihre Bücher sprechen kann. Aber das liegt ja ganz bei mir, dass ich die Bücher weiter... Das war nun meine Buchbesprechung zu Die andere Hälfte der Hoffnung. Und mich würde jetzt noch interessieren, ob ihr dieses Buch kennt und wie eure Meinung dazu ist. Beziehungsweise ob ihr die Autorin kennt und welches Buch ihr mir hören von dieser Autorin empfehlen könnt. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir uns in den Kommentaren darüber austauschen könnten. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss!